Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, in dem ich euch einfach mal die Erstellung meiner Thumbnails zeige. Zugleich ist es nämlich ein kleines Tutorial, wie man es schafft, Thumbnails zu erstellen. Hier am Anfang seht ihr nämlich zum Beispiel, wie eigentlich dieses Fotoshooting verläuft bei meinen Thumbnails, wo ich halt meine Bilder drauf packe. Man kann das aber natürlich auch ohne machen, ist ja klar. Damit man den Zusammenhang überhaupt versteht, sollte ich erwähnen, dass die Thumbnail für Octodad ist und es am besten eine Thumbnail sein sollte, die passend zum Titel ist. Also wenn man sich überlegt, dass man so Bilder machen will für Thumbnails, dann sollte man wirklich welche machen, die irgendwie in gewisser Weise zum Titel dazu gehören. Dementsprechend braucht man auch ein Motiv, um die Pose darzustellen. Also überlegt man sich am besten am Anfang, wie es eigentlich aussehen soll. Bei mir in dem Fall ist es eigentlich so, dass ich relativ erschrocken bzw. auch mysteriös wirken will. Zum Ende hin habe ich auch mal versucht, wie es denn vielleicht so als Oktopus quasi aussehen würde. Und das Wichtigste an der ganzen Sache, wie man wahrscheinlich auch schon beim Aufnehmen der Bilder sehen kann, man sollte Spaß dran haben. Wenn man keinen Spaß dran hat, dann werden die Thumbnails nämlich meistens scheiße. Ansonsten ist es noch sehr wichtig, dass man eine gute Beleuchtung hat, wie das bei mir zum Teil nicht sehr gelungen ist, weil ich einfach keine perfekten Scheinwerfer habe. Und ansonsten natürlich gute Qualität. Wobei man sagen muss, dass es natürlich nicht mit jeder Kamera zu machen ist, leider Gottes, weil das doch dann schon ziemlich teuer wird zum Teil. So viel zum eigentlichen Fotoshooting, weiter geht's mit der richtigen Bearbeitung. Um das nochmal vorab zu erwähnen, die Bilder sind natürlich optional, das muss nicht jeder machen, wenn man es nicht will. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht, dass ich mir jetzt hier drei Bilder zur Auswahl gestellt habe, um mich dazwischen zu entscheiden. Also einmal das mit dem weiten Mund offen, das coole, wo ich so halb pokere, und das andere mit der mega geilen hochgezogenen Augenbraue. Da ich mich also für das Bild entschieden habe, möchte ich das erstmal freistellen. Deswegen nehmen wir einfach mal das Schnellauswahlwerkzeug, weil damit kann man dann einfach den Hintergrund entfernen. Okay, einfach ist relativ, denn es gibt schon viele Sachen, die man beachten muss. Es ist natürlich wichtig, dass man nicht die Teile wegnimmt, die man eigentlich braucht. Ihr werdet das jetzt im Schnelldurchlauf bei mir sehen, wie ich das mache. Es ist eigentlich wichtig, dass man recht kleinschrittig vorgeht, denn die Feinarbeit ist erstmal wichtiger. Denn im Nachhinein alles nachzuholen, was man am Anfang falsch gemacht hat, erfordert dann noch mehr Arbeit. Also macht man es am besten am Anfang schon gründlich, weil es gibt auch diesen magischen Radiergummi, aber damit ist es ein bisschen ungenau. Es sei denn, man hat halt direkt diesen Greenscreen, weil das ist halt sehr praktisch, weil man das dann eigentlich direkt entfernen kann. Das ist übrigens eine sehr große Empfehlung, wenn man solche Thumbnails macht, weil man sich dann wirklich einiges an Arbeit spart. Da muss man nämlich den ganzen Müll gar nicht machen, den ich hier mache. Also es ist ganz wichtig, dass man einfach nur die ganzen Konturen drin hat von sich. Also am besten keinen Hintergrund da drin haben. Deswegen ist es auch sehr praktisch, dass ich diese weiße Fläche als Hintergrund habe, weil wenn ich jetzt noch ganz viele Gegenstände im Hintergrund stehen hätte, dann wäre es ein bisschen problematischer gewesen, das alles auszuschneiden, und dann hätte es wahrscheinlich auch etwas länger gedauert. Es ist auch eigentlich wichtig, dass man nicht so viele Accessoires anhat, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel extra meine Ohrringe ausgezogen, weil das wäre jetzt auch noch extra was, was man mit ausschneiden müsste. Und das ist dann so doofe Kleinarbeit, die man sich eigentlich sparen kann. Also sollte man vielleicht auch überlegen, was man anzieht. Natürlich sollte man auch nicht dasselbe anziehen, wie jetzt der Hintergrund ist, weil ansonsten könnte das auch ein paar Probleme geben mit dem Ausschneiden. Was für euch vielleicht noch interessant sein könnte, ist, dass man kleine Details auch weglassen kann. Man sieht ja hier auch die Stelle mit den Haarsträhnen da, die rausgucken. Da ist es normalerweise kein Problem, wenn man die drin lässt oder halt eben rausnimmt. Also es ist eigentlich unwichtig, weil man wirklich nicht merkt meistens im Ergebnis, ob die Haarsträhnen fehlen oder nicht. Also man muss sich das meistens angucken, weil man dann erst merkt, ob das problematisch ist oder eher nicht. Aber ich mache das meistens halt auch nicht mit rein, weil ich denke, dass es einfach zu viel kleine Detailarbeit ist. Also es muss zum Teil gar nicht sein, weil es oftmals gar nicht auffällt. Jetzt, wo wir soweit alles ausgewählt haben, müssen wir natürlich nur noch freistellen. Ich habe es jetzt dummerweise auf der Hintergrundebene gemacht. Deswegen muss man erstmal eine neue Ebene erstellen. Also kann man die einfach duplizieren, die andere löschen. Und dann drückt man einfach entfernen und schon hat man den perfekten Hintergrund. Um aber nochmal zu überprüfen, ob alles wirklich so perfekt ist, mache ich das ganz gerne, dass ich noch eine Kontur hinzufüge mit der Größe von 5 Pixel. Weil dann kann man meistens eigentlich ganz gut erkennen, ob da noch Unreinheiten sind oder nicht. Das passiert nämlich oft bei diesem Schnellauswahlwerkzeug, dass man noch diese kleinen hässlichen Pünktchen ja hat, wie ich. Und die muss man dann halt noch manuell entfernen. Ich mache das meistens mit diesem Lasso-Werkzeug da, was ihr gerade sehen könnt. Und dann kann man auch noch sich die Stellen rauspicken, wo man noch nicht so zufrieden ist.
Bei mir ist diese Arbeit eher so ein Feinschliff, weil im Endeffekt würde man sowieso auf der Thumbnail nicht so viel davon sehen, weil man das Bild meistens so verkleinert, dass diese Punkte gar nicht auffallen würden. Nur da ich sehr perfektionistisch veranlagt werde und denke, dass ich das Bild vielleicht doch irgendwann mal so groß brauchen könnte, mache ich mir dann doch noch die zusätzliche Arbeit. Ihr könnt aber für euch selber entscheiden, ob ihr das möchtet oder doch eher nicht. Bevor man solche Bilder aber im Detail bearbeitet, sollte man wirklich erstmal schauen, ob die Vorarbeit ganz gut geklappt hat. Bei mir ist es zum Beispiel mal passiert, dass ich zu viel ausgeschnitten habe. Da war nämlich ein Stück meiner Uhr weg. Und dann hatte ich auch schon die ganze Feinarbeit gemacht und konnte halt ganz von vorne wieder anfangen, weil die verdammte Uhr da nicht mehr drauf war. Jetzt, wo die ganzen Kleinigkeiten auch erstmal fertig sind, können wir uns erstmal drauf konzentrieren, nochmal alles zu überprüfen. Denn ich mache das dann meistens noch, dass ich erst noch eine neue Ebene hinzufüge, die dann mit einem kompletten Hintergrund ausfülle, mit irgendeiner Farbe, ist eigentlich egal. Ich habe jetzt hier in dem Fall gelb, um zu sehen, ob jetzt wirklich alle Unreinheiten weg sind. Weil es kommt ja auch schon mal vor, dass man vielleicht am Rand noch irgendwas stehen hat, was dann noch übrig geblieben ist, um dem halt entgegenzuwirken. Jetzt kommen wir aber auch zu einem Teil, der nicht unwesentlich ist, denn ich mache es ja ganz gerne so, dass ich bei jedem Video andere Thumbnails habe, also dass ich immer wechselnde mache, von Part zu Part, und deswegen müssen wir natürlich auch ein Stück aus dem Video raussuchen. Hier in diesem Fall halt Octodad, am besten eine Stelle nehmen, die wirklich ein Eyecatcher für die Leute ist, am besten wo viel passiert oder wo es besonders interessant aussieht. Am liebsten hier diese Stelle, weil da sieht man eigentlich, dass ich da gerade hochkraxle, so kurz vorm Sterben, das ist zum Beispiel eigentlich ganz cool. Oder auch diese Szene, wo ich so halb hier oben hänge. Weil da sieht man eigentlich, dass das Level relativ anspruchsvoll ist und da könnte man auch einen schönen Kontrast mit aufbauen, weil es halt so schwarz ist. Ihr drückt dann also STRG und drucken, dann habt ihr nämlich einen Screenshot vom ganzen Bild, könnt dann im Photoshop einfach unter Bearbeiten und Einfügen gehen und schon habt ihr das Bild. Da müsst ihr euch nämlich mit diesem Rechteckwerkzeug, könnt ihr eine bestimmte Größe festlegen. Hier in dem Fall weiß ich ja natürlich, wie groß es ist, nämlich 1280x720. Das ist übrigens auch die Größe, die ich für Thumbnails generell empfehlen würde. Ich glaube, das steht auch so bei YouTube irgendwo drin. Jedenfalls macht man das dann so, dass der Rahmen genau da drum ist und man passt das halt an. Liegt das Rechteck genau über der gewünschten Szene, dann muss man nur noch auf Bild und Freistellen gehen. Das wäre dann der Hintergrund der Thumbnail. Nun müssen wir uns aber noch um das Bild kümmern, was drüber gelegt wird. Weil das müssen wir auf jeden Fall noch verkleinern. Aber das ist eigentlich eine ganz individuelle Sache, weil manche Leute das ganz kleine in der Ecke haben oder halt eben riesengroß. Also müsst ihr schon entscheiden, wie ihr das am liebsten da drauf habt. Sobald ihr euch schließlich für die Größe entschieden habt, müsst ihr nur noch den Platz festlegen. Das ist eigentlich eine ganz leichte Sache, denn ihr müsst nur beachten, dass ihr nicht unbedingt das Hauptgeschehen verdeckt, aber dass es auch noch interessant wirkt. Grundsätzlich würde ich euch immer empfehlen, für das Bild eine Kontur zu wählen, weil das einfach auffälliger ist. Besonders bei diesem Bild hier kann man den schönen Schwarz-Weiß-Kontrast schaffen und es sieht einfach schöner aus, als wenn man das Bild einfach hinklatscht. Wenn ihr auch noch vorhabt, Thumbnails für regelmäßige Projekte zu erstellen, dann macht euch am besten so eine Vorlage wie ich hier, weil dann könnt ihr euch einfach die Sachen rüber kopieren und dann müsst ihr euch nicht viel Arbeit machen, ständig wieder alles neu zu machen. Also wichtig ist eigentlich bei Spiele-Thumbnails, dass man das Logo drauf hat, weil dann weiß man eigentlich direkt schon, worum es geht, da muss man nicht selber irgendwas kreieren und man braucht halt die passende Font dazu, also wenn man die Partnummer oder so hinzufügen will. Für alle, die es nicht wissen, Font bedeutet übersetzt Schriftart. Diese solltet ihr euch nämlich immer raussuchen, wenn ihr ein neues Projekt anfangt. Hier bei Octodad ist es eigentlich ganz leicht, denn Google ist euer Freund. Ihr müsst einfach nur Octodad eingeben und dahinter Font und dann findet ihr meistens irgendwas Passendes dazu. Wenn nicht direkt die Schriftart, dann gibt es meistens auch so Hilfeforen, wo man nachfragen kann, welche Schrift das ist und da bekommt man auch sehr oft Hilfe. Jedoch reicht die Font ja nicht alleine. Es ist nämlich auch wichtig, dass man Konturen mit einsetzt oder Schattierungen, damit die Schrift ungefähr so aussieht wie das Logo dann im Endeffekt. Hier bei Octodad habe ich zum Beispiel so gemacht, dass ich den Schatten so ein bisschen nach rechts geschoben habe, so rechts nach unten, wie das auch da zu sehen ist. Und ich habe es halt auch noch gemacht, dass ich da eine Kontur hinzugefügt habe, nämlich dieses Rote, damit man auch erkennen kann, dass es passend dazu ist. Mit ganzen Wörtern funktioniert das natürlich genauso. Ich habe jetzt hier auch noch perfekt den schwarzen Block ausgenutzt und habe die Schrift genau da reingesetzt. Wunderschön, nicht wahr? Ja, das ist dann eigentlich alles so dazu, wie man Thumbnails erstellt. Das wäre dann halt das Ergebnis. Je nachdem, was ihr machen wollt, könnt ihr natürlich auch noch die Kanten abrunden und alles Mögliche fabrizieren, wie ihr wollt. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten und gerade Photoshop bietet ja ziemlich viele und man kann mit dem Programm ja auch echt schön rumspielen eigentlich. Und ja, dann hoffe ich, ich konnte euch einigermaßen helfen. Und ja, dann sehen wir uns bei meinen anderen Videos. Also bis dann, ciao!